Eine der genialsten Funktionen von OneNote, mit der Sie wahrscheinlich jeden Tag Zeit sparen können, ist eine einfache Tastenkombination. Mit der Tastenkombination Windows-Taste, Shift-Taste und S, beziehungsweise bis Windows 7 nur die Windows-Taste und S, können Sie einen beliebigen Bereich Ihres Bildschirms als Screenshot ausschneiden und in OneNote oder jedem anderen beliebigen Programm wieder einfügen. Führen wir das Ganze mal vor. Ich drücke die Windows-Taste, Shift-Taste und S. Und jetzt wird mein Bildschirm mit so einem milchigen Schleier überzogen und mein Mauszeiger wandelt sich zu einem Fadenkreuz. Und jetzt kann ich mit gedrückter linker Maustaste ein beliebiges Fenster über meinem Bildschirm aufziehen. Und wenn ich die Maustaste loslasse, geht hier so ein Fenster auf, bei dem mich OneNote fragt, wo ich denn diesen Screenshot jetzt einfügen möchte. Und jetzt kann ich mir ganz einfach den Speicherort auswählen, an dem ich den Screenshot einfügen möchte und wähle dann hier unten an den ausgewählten Speicherort senden. Und wenn ich jetzt zurück nach OneNote gehe, kann man sehen, der Screenshot ist schon da. Über das Menü Datei, Optionen, an OneNote senden, kann ich mir auch einstellen, dass der Bildschirmausschnitt nicht automatisch in OneNote eingefügt werden soll, sondern dass mir diese Screenshots automatisch in die Zwischenablage kopiert werden. Das hat den Vorteil, dass, und ich erstelle dafür mal einen neuen Screenshot, dass ich diese Screenshots auch in jedem anderen Programm einfügen kann. Dazu öffne ich jetzt zum Beispiel mal Word. Lege dort ein neues Dokument an und kann jetzt über die Tastenkombination STRG V für Einfügen den neuen Screenshot auch zum Beispiel in Word einfügen. Das Tolle an dieser Screenshot-Funktion ist, dass sobald man OneNote zum ersten Mal gestartet hat, steht einem diese Tastenkombination systemweit und auch außerhalb von OneNote zur Verfügung. Das heißt, auch wenn ich OneNote schließe, kann ich die Tastenkombination weiterhin benutzen und kann die Screenshots auch in jedem beliebigen Programm einfügen. Mit dieser Screenshot-Funktion spart man sich garantiert bei jedem Screenshot Zeit, wenn man die Screenshots erstens sehr schnell erstellen und an jeder beliebigen Stelle wieder einfügen kann und weil man sich damit ab jetzt das lästige anschließende Zuschneiden der Screenshots sparen kann.